Ich habe da mal eine Frage. Wie entwickelt sich eigentlich der Frosch? Das habe ich mich auch schon gefragt. Bei meinen Tauchgängen konnte ich es sogar beobachten. Pass gut auf. Der Frosch sucht sich einen geeigneten Platz zum Laichen zwischen den Wasserpflanzen. Hier liegen jetzt bis zu 10.000 Eier. Aus dem Laich schlüpfen Kaulquappen. Innerhalb von 10 Wochen entwickeln sich Vorder- und Hinterbeine und die Kaulquappe wird danach zum Frosch. Und wenn sich ein ausgewachsenes Pärchen findet, beginnt alles von vorn.